Seit bald 8 Wochen befinden wir uns im Zustand des Notrechts. Eine drastische Maßnahme in der Corona-Krise und eine Parallele zur Zeit um 1945. Damals hat die Schweizer Regierung zuletzt von diesem Recht Gebrauch gemacht, und zwar für ziemlich lange. Es brauchte einiges, um dem Bundesrat die Macht wieder zu entziehen. Letztlich eine Volksinitiative. So weit wird es in der aktuellen Corona-Zeit nicht kommen. Trotzdem stellen wir die Frage, wie weit darf der Bundesrat gehen zu Zeiten des Notrechts? Fast 8 Wochen waren sie abgetaucht. Lahmgelegt von der Pandemie. Die obersten Vertreter des Landes. Jetzt sind sie zurück, auf Geheiß des Bundesrats. Die Pandemie hat das Parlament auf die Zuschauerränge verdrängt. Der Bundesrat hat gezwungenermaßen per Notrecht regiert. Aber heute sind Sie wieder voll in der Verantwortung. Verantwortung ja. Doch solange Notrecht herrscht, bestimmt der Bundesrat. Wie konnte es so weit kommen? Es ist Anfang März. In der Frühjahrssession fließt das Desinfektionsmittel. Die ersten Corona-Sicherheitsmaßnahmen werden eingeführt. Freundschaftliche Begrüßung, nur aus Distanz. Nach der 2. Woche der Session eine Debatte über außenpolitische Maßnahmen. Es sollte die letzte Abstimmung im Parlament werden. Übers Wochenende entscheidet die Ratsleitung, aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ins Parlament zurückzukehren. Staatsrechtsprofessor Andreas Klei hält das plötzliche Abtreten der Politiker für äußerst fragwürdig. Das sind die wichtigsten Leute. Das sind eigentlich 246 Kapitäne der Schweiz. Oder? Und die sind vom Schiff gegangen, weil sie gesagt haben, das ist für uns viel zu gefährlich. Richtig wäre gewesen, dass man halt noch ein paar Tage dort weiterhin tagen und da die Leitplanke reinschlägt für den Bundesrat, dass er auch handeln kann. Das letzte Mal in der Geschichte der Schweiz trat das Parlament 1939 ab. Während der Mobilmachung überließ es dem Bundesrat das Feld. Es sollte lange dauern, bis die gewählten Volksvertreter an die Macht zurückkehren konnten. Das Parlament hat sich versammelt und hat den General gewählt, Mobilmachung bewilligt und einen Vollmachtbeschluss erlaubt. Ganz bewusst hat man eigentlich Budgetkompetenz plus Gesetzgebungskompetenz auf den Bundesrat übertragen. Also das Parlament hat auf eine gewisse Art abgedankt. Heute schlägt eine Pandemie das Parlament in die Flucht. Ohne jeglichen Beschluss. Übrig bleibt ein Bundesrat mit fast unbeschränkter Macht, der im Notrecht regiert. Der Bundesrat hat heute entschieden, die Situation als außerordentliche Lage zu erklären. Also wir haben hier eine Art Regime vom Bundesrat ohne wirkliche demokratische Ermächtigung, wie sie die Verfassung würde verlangen. Ein Beispiel, die Fristen für Unterschriftensammlung bei Initiativen und Referendum. Und die sind einfach, die stehen still, die sind quasi abgeändert worden. Sie haben für das rechtlich keine Kompetenz. Der Bundesrat kann gestützt auf das Epidemiengesetz die Grundrechte beschneiden. Doch darf er wegen wirtschaftlichen Konsequenzen Gesetze ändern, politische Rechte beschneiden? Die Verfassung sieht das so nicht vor. Als der Krieg 1945 zu Ende war, wollte der Bundesrat seine Notrechtsvollmachten nicht wieder abgeben. Die Gefahr drohe auch zu Friedenszeiten, hieß es. Das hat dazu geführt, dass 1946 bereits, also ein Jahr nach Kriegsende, sind 2 Initiativen eingereicht worden, Volksinitiativen. Und zwar, die haben beide den gleichen Namen gehabt, Initiativen für die Rückkehr zur direkten Demokratie. Die Bundesversammlung hat sich enorm schwer getan, der Bundesrat auch, und hat das, wie das gewohnheitsmässig war, die Initiative angefangen zu verschleppen. Also man hat einfach die nicht richtig beraten. Oder? Dann hat man sogar erwogen, die tun wir doch ungültig erklären. Die haben ja das Datum, ab 1947 müsste das vollstreckt sein. Das ist doch ungültig, oder? Also man hat mit solchen Spielen angefangen.
und hat dann tatsächlich gewagt, die Initiative mit der Empfehlung auf Ablehnung im Volk vorzulegen. Erst 1949 kam es zur Abstimmung. Mit einer hauchdünnen Mehrheit wurde die erste Initiative zur Rückkehr der Demokratie angenommen. Und es dauerte bis 1952, bis der Bundesrat seine Vollmachten aufgeben musste. Eine außergewöhnliche Krise, eine außergewöhnliche Situation. Man hat vom Zweiten Weltkrieg gelernt und das Notrecht auf 6 Monate befristet. Der Bundesrat regiert jetzt schon nicht mehr alleine. Für eine funktionierende Demokratie wäre es aber notwendig, dass bei einer nächsten Pandemie das Parlament als Kontrollorgan an der Macht bleibt.